أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. Wenn man zum Freitaggebet Ghusl macht, ja. Obwohl man nicht im Janaba-Zustand ist, ja. Muss man dann extra nochmal Wudu dazu machen oder reicht es, wenn man einfach Ghusl macht? Der Bruder stellt die Frage, wenn man am Freitag nicht im Janaba-Zustand war und man macht Ghusl, sollte man hier den Wudu mit vollziehen oder reicht der Ghusl? Ihr sollt eine Sache unterscheiden, liebe Geschwister. Wir haben einmal den Ghusl, den wir machen aufgrund von bestimmten Ereignissen. Wann ist der Ghusl fällig? Ha? Zum Beispiel. Nach dem Geschlechtsverkehr? Mhm. Wann noch? Wenn man einen feuchten Traum hat. Eine Person fragt, reicht der Ghusl und kein Wudu mehr? Das kommt darauf an, ob der Ghusl verpflichtend war oder nicht. War der Ghusl verpflichtend, wie zum Beispiel nach dem Geschlechtsverkehr, nach einem feuchten Traum. Wenn der Ghusl hier verpflichtend war, dann brauchen wir nicht den Wudu mit einzuschließen. Ibn Umar radiallahu anhu sagte, was ist denn vollständiger als der Ghusl, etwa das Wudu? Deswegen, der Wudu ist nicht vollständiger als der Ghusl, sondern der Ghusl ist vollständiger als das Wudu. Bedeutet nochmal, damit man das versteht. Wenn man den Ghusl machen muss, nach Janaba, nach einem feuchten Traum, hier in diesem Fall, ich nenne diese Sachen, weil sie ohne Ikhtilaf der Gelehrten sind, in diesem Fall reicht es, dass du Ghusl machst und man nennt das den ausreichenden Ghusl und du brauchst kein Wudu dazu zu machen. Mafhum? Aber was du machen musst zu dem Ghusl ist Mund und Nase spülen. Mund und Nase spülen. Anfang, Mitte oder Ende des Ghusl, wie du möchtest. Hauptsache du machst das. Weil beim Ghusl gibt es kein Tartib, gibt es keine Reihenfolge, sondern der Körper ist eins. Mafhum? Das gilt für welche Ereignisse? Was haben wir gesagt? Wenn man nach Janaba sich säubert. Jetzt gibt es andere Ereignisse. Zum Beispiel Jum'a. Muss man zum Jum'a den Ghusl vollziehen? Nach den meisten Gelehrten ist der Ghusl für Jum'a eine beliebte Handlung, eine Sunna. Nach den meisten Gelehrten ist der Ghusl am Jum'a eine beliebte Handlung. Und nach einigen Gelehrten, und inshallah ist das die richtige Ansicht, ist das verpflichtend. Derjenige, der das als Sunna sieht, am Freitag Ghusl zu machen, er muss den Wudu machen. Warum? Weil das keine verpflichtende Tat ist. Hingegen, wenn wir nach dem Janaba, ist es verpflichtend oder nicht, den Ghusl zu machen? Natürlich. Das heißt, sind das Dinge. Eine Person, er möchte sich nur frisch machen. Okay? Er hat viel geschwitzt, jetzt möchte er sich frisch machen. Dann duscht er seinen Körper ab. Frage, ist das ausreichend? Nein. Kann er so beten? Nein. Er muss den Wudu vollziehen. Außer bei Pflichtdingen, nach Pflichtereignissen, reicht dieser Ghusl aus, ausreichende Ghusl mit Mund und Nase spülen. Wallahu ta'ala alam. Mal vor? Was ist mit, man hat Absicht, zum Beispiel, man hat mit Geschwister, will duschen zum Beispiel, und dann niert. Du kannst zwei Nia machen, dass du einmal für freitags Ghusl machst und einmal den Janaba-Zustand aufhebst zum Beispiel. Nein, ohne Janaba, zum Beispiel nur beim Jumma. Wenn du, dann machst du für Jum'a deine Absicht, nicht für Jum'a. Pass auf, das machen viele falsch. Sie beabsichtigen, sich für Jum'a zu reinigen. Das ist falsch. Dann, wenn es so wäre, dann könnten wir nach dem Gebet das machen, richtig? Weil Jum'a ist ja bis Maghrib, oder? Richtig? Aber wofür machen wir Ghusl? Für das Gebet. Deswegen muss das die Absicht sein. Für das Gebet. Und dann, wenn wir das machen für das Gebet, und wir sehen das zum Beispiel, siehst du das als Sunna oder als Pflicht? Freitags Ghusl? Als Sunna. Als Sunna. Ja. Auf jeden Fall, wenn das Sunna ist für dich, dann hier in diesem Fall musst du den Wudu dazu. Und du machst zwei Absichten. Einmal für Ghusl, für das Gebet,
und einmal für den Wudu. Aber gleichzeitig? Natürlich. Wallahu ta'ala. Na?